Hallo zusammen, ich bin gerade spazieren mit unserem Hund Dexter und an der frischen Luft kann ich immer am besten nachdenken. Im heutigen Evangelium erzählt Jesus seinen Jüngern, dass er nach Jerusalem geht. Dort wird er gekreuzigt, aber er gibt auch Ausblick darauf, dass er auferstehen wird. Petrus reagiert auf diese Äußerung eigentlich ganz normal als Freund und sagt: Jesus, das darf Gott doch nicht zulassen, das geht doch nicht. Jesus allerdings reagiert anders als gedacht und sagt: Weg von mir, Satan, du willst nicht das, was Gott will, sondern das, was die Menschen wollen. Ja, habe ich gedacht, einem Freund so zu entgegnen, auf die ganz normale Sorge, die man um einen Freund hat, finde ich schon ganz schön krass. Allerdings leitet sich daraus für mich eine Botschaft ab und die steckt im Wort Diabolos, eine andere Bezeichnung für Teufel oder Satan. Diabolos heißt nämlich nichts anderes als der Durcheinanderbringer. Und so bringt Petrus vielleicht mit seiner Aussage die Pläne Gottes durcheinander. Und das möchte Jesus nicht zulassen. In diesem Sinne, lasst euch nicht so sehr und nicht so schnell von euren Plänen und Wünschen und Träumen abbringen. Steht dafür ein, auch wenn es mal schwierig wird. Lasst euch nicht verwirren, der Diabolos lauert überall. Gerade jetzt vor der Bundestagswahl, macht euch schlau. Welche Partei hat was im Sinn? Ich auf jeden Fall wähle Menschlichkeit. In diesem Sinne, euch einen schönen Sonntag, macht's gut und tschüss.